Ja, da ist schon wieder mein Bild eingefroren. Okay, aber hi. Ja, ich kann euch heute irgendwie wirklich nur ein Thema erzählen, nämlich total erschöpft sein, so dass man wortwörtlich nur noch ein weißes Rauschen im Kopf hat. Alles, was man so hört, geht zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr gleich wieder raus. Und ja, also ich für meinen Teil, ich bin zurzeit total müde und fertig und entschuldigt, Sonnenlicht, das ist fies. Also bis jetzt gerade eben war es bei uns zocken duster. Ich sag's euch echt, da hat man gedacht, es ist Nacht. Und jetzt gerade urplötzlich kommt da eine richtig fiese Welle Sonnenlicht rein. Das finde ich echt nicht fair. Ja. Also, wie ihr wahrscheinlich an mir seht, ist bei mir heute total der Müdigkeitstag. Ich bin also aufgewacht, das erste Mal so um 11 und dann das zweite Mal war es dann schon 16 Uhr und dann habe ich mir so gedacht, ups. Und dann habe ich mich auf jeden Fall erstmal eine Stunde gebraucht und jetzt um 17. Oh, 18 Uhr. 18:12 Uhr, entschuldigt übrigens für die nah, kurz nah hingehen, habe ich mich jetzt entschieden, das Video aufzunehmen und bin jetzt gerade, wie gesagt, hier dabei. Und ja, also für alles, was heute in diesem Video ich erzähle oder was hier so ist, übernehme ich keine Garantie, weil bei mir ist gerade echt Ebbe da oben. Gut, ich könnte euch jetzt natürlich alles Mögliche über dieses Problem, also oder über diese Tatsache, dass bei mir gerade im Kopf echt nur leere gähnende Leere herrscht, erzählen. Also soweit ich weiß, kommt es bei mir oft von, wenn ich einfach von diesem Sommer-Winter-Übergang, wenn die Zeitumstellung ist, das hebelt mich immer wieder raus. Da bin ich echt so total dann aus meinem Rhythmus und dann gehe ich zu spät ins Bett oder dann stehe ich aber im Verhältnis wieder viel zu früh auf und dadurch kriege ich dann irgendwie nicht die richtige Anzahl an Stunden Schlaf. Und das merke ich dann aber immer meistens erst viel zu spät und dann hocke ich schon in so einem Rhythmus drin und das ist dann eher blöd. Ja, also für mich ist natürlich dann die einzige Möglichkeit, um das zu ändern, erstmal wortwörtlich einen Tag durchzumachen und dann eben zu einer richtigen Zeit ins Bett zu gehen. Und ja, ich habe mir noch nicht ausgesucht, welchen Tag ich diesen Tag durchmache, aber das wird jetzt bald kommen. Dann werde ich mal einen ganzen Tag durchmachen müssen. Oder besser gesagt, eben so ins Bett gehen, also entweder um 0 Uhr ins Bett gehen, Punkt 0 Uhr, und dann um Punkt 12 aufstehen oder irgendwie so, ich muss da mir noch was einfallen lassen. Ich werde euch dann berichten, wenn es funktioniert hat. Ja, und das hat mich jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen ausgehebelt und jetzt bin ich gerade sehr erschöpft und müde und um ehrlich zu sein, bin ich gerade zu müde, um krumm zu sitzen. Es gibt ja immer diesen Satz, ich bin zu müde, um mich aufrecht zu halten. Daraus habe ich gemacht, ich bin zu müde, um krumm zu sitzen. So, das soll so heißen, ich bin noch müder als müde. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gerade momentan stand so, dass ich echt gar nichts auf die Reihe kriege. Meine Mutter hat mir heute 8, 9 echt super Themen für ein Video gegeben. Also die waren wirklich Weltklasse, die Themen. Und das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, war, ich glaube, Mutti hat was gesagt. Ich bin mir eigentlich sicher, sie hat was gesagt. Ich hatte heute auch schon mehrfach diese Situation. Ich habe so, wo ist Isa? Wo ist Isa? Ach, sie sitzt im Stall. Dann nur ein paar Minuten später, oh Gott, wo ist Isa? Wo ist Isa? Ach so, ja, sie sitzt im Stall. Oh Gott, das ist echt schrecklich. Ja, für mich natürlich auch ein Punkt, warum ich so erschöpft bin, ist, weil ich ja, wie die Leute, die meinen Blog gesehen haben, wo ich mich übrigens an dieser Stelle nochmal entschuldigen möchte, dass der Ton an manchen Stellen so weg war. Ich habe die Kamera falsch gehoben und habe dann immer den Lautsprecher mit der Hand abgedeckt. Tut mir leid. Werde ich beim nächsten Mal versuchen zu beachten, dass mir das nicht passiert. Und ja, aber wie viele bei meinem Blog wissen, war bis auf am Sonntag bei mir jetzt gerade wirklich jeden Tag irgendwas. Und am Montag war dann der erste Tag zum etwas Ausruhen. Und
Das ist dann meistens so, dass man erstmal noch überdreht ist. Das ist wirklich jedes Mal so, nach jedem Feiertag. Der erste Tag ist man total überdreht. Und dann am zweiten Tag, dann kommt die totale Erschöpfung raus. Und dann will man eigentlich im Prinzip gar nichts mehr. Dann ist einem alles nur noch so, ugh. Selbst mein Hase ist heute so, hat gerade vorher sich so hingelegt. So, das ist irgendwie schon süß. Aber man will dann einfach erstmal gar nichts machen. Man will einfach erstmal nur sich hinlegen, seine Ruhe haben. Am besten nicht mal mehr aufstehen. Ich habe nämlich heute geschafft, tatsächlich mich in unserem Haus zu verlaufen. Und damit man das versteht, unser Haus ist wirklich so, dass wenn man die Treppe hochgeht, direkt, dass man dann direkt bei mir landet, irgendwann. Und zwar nach sehr kurzer Zeit eigentlich. Und ich habe, glaube ich, jetzt gerade so mindestens 12 Minuten gebraucht, bis ich hochgefunden habe. Ich bin dazwischen sogar im Keller gelandet. Oh Gott, das ist, ja. Und ja, so habe ich dann eben mir versucht, meinen Weg nach oben zu bahnen und bin jetzt gerade einigermaßen froh, dass ich es geschafft habe, hier oben anzukommen. Und ja. Gut, mehr kann ich euch da eigentlich auch nicht erzählen, als die beste Möglichkeit dann an solchen Tagen ist, sich viel auszuruhen, nichts zu tun, was irgendwie anstrengend ist. Am besten sich sitzen bleiben, weil sonst verlaufe ich mich jedes Mal oder verläuft man sich schneller. Und ja, das war's dann eigentlich, was ich zu diesem Thema sagen kann. Was ich aber allerdings noch tatsächlich fragen wollte, wo ich gerne wissen würde, ob das jemanden interessiert oder nicht, wäre, ich könnte doch mal so ein paar sozusagen Vorstellungen von elektronischen Geräten machen, aus meiner Sicht als Asperger, wie die sind, ob die zu hell sind oder zu laut, welche Einstellungen gut sind und sowas. Einfach mal von den Sachen, die ich so mir dann irgendwie zulege. Und da wollte ich einfach wissen, ob da Leute Interesse haben oder eher nicht. Dann wäre es toll, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Und ja, ich bin hiermit raus, weil ich denke, ich sollte euch nicht noch mehr mit meinem müden, halbseichten Gelaber belästigen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag, hoffentlich dann etwas ausgeschlafener. Also wenn ihr Fragen habt oder irgendwas oder mir auf meine Anfrage antworten könnt oder wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mich aber auch über Twitter und Facebook anschreiben. Die heißen beide Ella Bella Flor. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben an die E-Mail, die steht im Infobox. Es tut mir leid, ich kriege die jetzt gerade nicht zusammen. Bell.riedmeier@outlook.com. Ich habe es doch noch geschafft. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.